So, oh, Finisher. Dup, die dup, die dup, die dup. Ja, wenigstens bei 10 oder so wie schon sein. Das enttäuscht mich hier nicht. Machen wir jetzt. Bei 10. Kommt. Hauen wir rein. Ausrüstung? Ne, doch, Ausrüstung. Kopf der, ja, Moment, Wiederbelebungs-, Gesundheits-, Fertigkeitszeitalter-Trank. Benutzen. 10.000 Erfahrungspunkte. Bar auf die Kralle. Das ist so genial. Muss man in solchen Momenten dann aber natürlich auch dran denken, ne? Dass man dann eben dementsprechend den Trank einsetzt. So. Ach, scheiße. Wenn die Elfen mich treffen, geht der Kampfmultiplikator seltsamerweise nicht runter. Übrigens sind die extrem stark. Nur mal so. Also sie halten ziemlich viel aus und das Gekicher kann einem mit der Zeit, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Sack gehen. Aber naja, okay. Besser als das übliche Kanonenfutter, was man sonst so als Held vorgesetzt bekommt, ne? Kann ich schon einigermaßen mit leben. So, hopp, hopp, hopp. Dann hat sich der Ausflug zum Haus der Familie Gray wirklich gelohnt. Zumindest Erfahrungspunkte technisch. Gut, den anderen Trank, ja, sparen wir uns mal auf. Weil ich hatte die 10 dann nicht mehr erreicht. Und nochmal 10.000 Erfahrungspunkte, wäre nicht übel. Ja. Ein relativ leichter Weg, um sich zu pushen. Relativ. Man muss den Kampfmultiplikator dann eben auch erstmal so hoch bekommen, ne? Aber trotzdem, das war sehr, sehr gut. Zumal wir jetzt, ja, 10.000 Erfahrungspunkte bei den Fertigkeitspunkten, die gehen nicht so schnell weg. Beziehungsweise, ja, gut, für was kann man das eben einsetzen, ne? Für das Schleichen? Für besseres Schießen? Oder für Tempo? Genau, oh, Tempo können wir dann wunderbar erhöhen. Oh, da freue ich mich schon drauf, okay. Aber bevor wir zur Heldengilde zurückkehren, wird es noch ein bisschen dauern. Wir wollen uns ja vorher eigentlich noch in Oakvale umgucken. Zunächst einmal gucken wir hier hinten, was hier so ist. Hier muss doch irgendwo ein Grab neu aufgetaucht sein, oder? Irgendwo? Ist es das hier? Auf dem Grab steht, ich war vor euch am Ziel. Ah ja. In der Tat, das warst du. Da steht, nicht tot, nur geschlafen, haben mich trotzdem begraben. Pech. Ja. Auf dem Grab steht, lasst mich raus. Das ist so blöd eigentlich, aber ich liebe die Grabsteinsprüche bei Fable. Tallinn-Clan, Armtätowierung. Ah, bei der Vogelscheuche, natürlich. So, das war jetzt aber alles nicht, oder sehe ich das verkehrt? Habe ich das eine Grab jetzt, oder? Ich war vor euch am Ziel. War es das? Was neu aufgetaucht ist? Oder muss ich hier vielleicht graben, genau. Was für ein Ding? Deathlycon-Tätowierung? Sag mir gar nichts. Rückentätowierung. Der Deathlycon ist ein Todeskult, dessen Mitglieder alle Formen des Lebens als Sünde ansehen. Sie sind überragende Nekromanten. Ein Tätowierer kann diese Bilder auf ihren Körper aufbringen. Geil. Wollen wir Nekromant werden? Oder uns zumindest so tätowieren? Keine Ahnung. Ja. Gut. Aber, ja, schön. Da haben wir wieder ein bisschen was erbeutet. Mittlerweile wurde mir auch gesagt, wo ich die Tätowierungen entfernen lassen kann. Danke nochmal dafür für den Hinweis. Das geht nur beim bestimmten Tätowierer, also nicht bei einem der fahrenden Händler, die uns zwar auch tätowieren können, aber die können das halt nicht entfernen, sondern das geht nur in einer späteren Stadt. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir dahin kommen. Deswegen, schminkt euch das an der Stelle mal ab, dass wir unsere Gesichtstätowierung auf kurzer Sicht loswerden. Aber ich glaube, das zumindest hatte sich keiner negativ von euch darüber geäußert. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es schon einigermaßen okay ist und dass ich was einigermaßen Cooles da schon ausgesucht habe. So, jetzt aber. Also, frohen Mutes und frisch ans Werk. Jetzt können wir endlich mal hier über den Fluss marschieren
und uns mit den ganzen Händlern unterhalten und irgendwie, was weiß ich, ja. Die haben hier Zelte aufgebaut und so und way und schön und überhaupt und irgendwie ist keine Sau da. Bist du ein Händler? Ich nur ungern als Feind. Wer ist hier ein Händler? Händler? Genießt den Rest des Tages. Du bist ein Händler. Sucht ihr nach den blauen Pilzen? Dann seid ihr hier genau richtig. Aha. Ganz schön gefragt, das kann ich euch sagen. Ich habe nur noch einen übrig. Hab einen an einen Händler bei der Gilde verkauft und die anderen beiden? Mal überlegen. Genau. Einen bekam eine sehr unglückliche Frau, die sich gern am Picknickplatz aufhält. Den anderen bekam ein Typ, der eine Fete im Gildenwald steigen lassen wollte. Okay. Ihr seid also interessiert? Die Nachfrage ist hoch, der Bestand gering. Daher kann ich nicht unter 1500 Goldstücke gehen. Wie viele Pilze braucht man überhaupt nochmal für diese Quest? 4 oder 5? Wenn es 4 waren, okay. Weil einen haben wir, einen können wir jetzt hier kaufen. Den anderen kriegen wir auf dem Picknickplatz, wo wir schon länger nicht mehr waren. Alles klar, können wir wieder vorbeischauen. Und dann noch, bestimmt werden wir den Liebesbrief abgeben. Der eine Typ aus dem Gildenwald hatte doch hier von Pilzen gesprochen und so. Ja, als Questbelohnung daneben. Den blauen Pilz für... Ja, komm. Dieser Pilz ist extrem selten. Normalerweise wächst er hoch in den Bergen. Die Pilze sollen eine merkwürdige Wirkung auf die haben, die sie essen. Viel Spaß, guter Mann. Ja, danke. Ist auch nicht für mich. Wirklich nicht für mich. Ich bin kein Junkie. Wirklich nicht. Gesundheitstrank. Einfach so eine Vogelschreiche versteckt. Klasse. So. Hallo Leute. Ja. Seid sehr schön. Werft einen Blick auf das Herz über dem Kopf dieser Person. Sie findet euch attraktiv. Je mehr sie euch mag, desto größer wird das Herz. Versucht es mit Flirten, Geschenken und anderen attraktiven Ausdrucksmitteln. Je mehr Vielfalt, desto besser. Wenn ihr in einer Beziehung arbeitet, wer weiß, was daraus werden kann. Ja, wir haben mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsstatus erreicht. Die Frauen fliegen jetzt mittlerweile schon auf uns, wenn sie uns nur sehen. Ihr seht das klitzekleine Herz über ihrem Kopf. Wir können uns jetzt total an die ranmachen und dann dementsprechend mit ihnen, ja, was man halt so mit Frauen machen kann, in denen einen verschossen sind. Ja, aber nö, momentan noch nicht. Frauen kosten Geld und sind anstrengend und ich übe mich eher noch ein bisschen in Enthaltsamkeit. Ihr findet nichts Interessantes. Zumal, ja, Enthaltsamkeit. Das erinnert mich wieder daran, dass wir auf dem Weg hierher im Darkwood irgendwo ja ein Bordell gesehen haben. Da könnten wir ja mal bei Gelegenheit vorbeischauen. Einfach mal so, um zu gucken. Total unverbindlich und so. Also, oder vielleicht auch verbindlich, je nachdem. Ob die da... Vielleicht haben die ja gerade, ja, irgendwie... Wenn wir vorbeischauen, Happy Hour oder so. Keine Ahnung. Very Happy Hour. Ich würde ganz gerne diesen dicken Fisch hier an Land ziehen. Denn dieser dicke Fisch, ich glaube, er möchte auch an Land gezogen werden. Auch wenn er es jetzt noch nicht weiß. Auch wenn er jetzt denkt irgendwie, dass es besser wäre, sich zu wehren. Aber im Endeffekt, nein. Es ist eindeutig besser, wenn du mit mir kommst. Oh, du, vor allem vermutlich Gegenstand, der du da liegst. In dem Teich, weil dich irgendjemand achtlos dort hineingeworfen hat. Ich gehe davon aus, es wird ein Silberschlüssel sein. Wer geht mit? Wetten werden noch angenommen. Ich weiß übrigens wirklich nicht. Also nicht, dass ihr denkt, ich bescheiße, nur weil ich das Spiel schon mal gespielt habe. Aber ich erinnere mich ja nicht mehr, was in jedem einzelnen Tümpel reingefallen ist. Oh, 500 Gold. Auch nicht schlecht. Gut. Haben wir schon wieder, ja, ein Drittel drin von dem, was wir gerade für den Pilz ausgegeben haben. So, Oakvale. Heimat. Oh, du wunderschöne Heimat. Wir sehen uns wieder. Endlich. Nach so langer Zeit. Sind wir wieder da. Und dürfen uns vielleicht glücklich schätzen oder so. Ich weiß noch nicht genau. Mal gucken. Ist ja immer die Frage, ne? Die Stadt war komplett zerstört und verwüstet. Aber jetzt leben hier wieder Leute. Und es gibt Häuser. Hallo, ich kenne dich doch. Wir dachten, du wärst bei diesem Überfall vor Jahren ums Leben gekommen. Wo hast du nur all die Zeit gesteckt?
erinnerst dich doch an mich. Ich habe meinen Teddybären Rosie gesucht, bevor der Überfall losging. Am Tag danach sind wir nach Bowerstone gezogen, aber da hat es mir nie so recht gefallen. Bist du in Ordnung? Du warst eben etwas geistesabwesend. Naja, ich muss jetzt weg. Aber es war schön, dich wiederzusehen. Tschüss! Ob sie immer noch mit Teddybären spielt? Oder mit anderen Dingen? Und was zum Teufel macht ihr da? Ja. Interessant oder erstaunlich, dass sie uns wiedererkannt hat. Ja, ist eine gute Frage, ne? Also ich wüsste nicht, ob ich irgendwelche Schulkameraden oder so aus der ersten, zweiten Klasse heutzutage noch wiedererkennen würde. Ich würde eher sagen, nein. Glaube ich nicht dran. Nicht wirklich. Ich kann hier nicht rüber. Ich kann nicht darüber und das alles untersuchen und zur Oakvale-Brücke. Das ist ja irgendwie, ja, muss man die Tore eigentlich aktivieren oder so? Nö, ist total egal, oder? In jedem Falle haben wir auch hier wieder ein Tor und könnten also ganz schnell reisen, wenn wir wollten. Gut, was zum Teufel? Dieses Schild erinnert an den Tod Erberts, der bei einem Unfall während des Wiederaufbaus von Oakvale starb. Oh. Ja, das tut mir ja leid für den Erbert. Konnte sich das Haar nicht leisten für den Herbert. Naja, okay. Mal davon abgesehen, Wiedersehensfreude groß und so weiter und so fort. Wir sollen uns ja hier irgendwo auch mit Mace treffen. Und ich glaube, es wäre nicht so verkehrt, wenn ich mal irgendwo schlafen gehen würde. Oh, hi Mace. Hm, da bist du ja. Ich dachte schon, du wärst zu berühmt, um hier aufzukreuzen. Ich habe nichts mehr von deiner Schwester gehört. Und kann auch sonst leider nichts tun. Aber es gibt noch Hoffnung. Eine blinde Seherin lebt bei Zwillingsklings Räuberbande. Sie weiß vielleicht etwas über deine Schwester. Die Seherin steht neben dem Räuberkönig. Und es ist kein Zufall, dass die Räuber in letzter Zeit so erfolgreich sind. Hast du von Zwillingskling gehört? Er war einst ein Held, ein echter Riese. Hatte aber mit der Gilde wenig am Hut. Er ging weg und vereinigte ein Dutzend Räubergruppen. Ich war immer der Meinung, dass er dein Heim angegriffen hat. Das könnte deine Chance auf Rache sein. Das Lager kann nicht weit weg sein. Das Dorf wird häufig angegriffen. Ich ließ eine Questkarte mit Einzelheiten in der Gilde. Seid jetzt vorsichtig. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Alles klar. Gut, wir haben ein Ziel. Zwillingskling. Genialer Name. Ja, okay. Der eventuell unser Dorf angegriffen hat und wir wollen es ihm mit gleicher Münze heimzahlen, indem wir sein Räuberlager angreifen. Finde ich in Ordnung. Kann man durchaus mal machen. Gibt's hier hinten irgendetwas, wenn ich hier so lang gehe? Am Strand, an der Promenade, es gibt hier unsichtbare Wände, das finde ich schön. Und ich könnte hier angeln, wenn ich wollte, aber es gibt hier keine Kringel, deswegen lassen wir das. Dup-di-dup-di-dup. Dup-di-dup-di-dup. Und hier laufen Wachen rum. Die fühlen sich voll mächtig. Mit ihrem Schwert. Schwert, Schwert, Schwert. Oh, du bist wichtig. Hallo, wer bist du? Ich stehe oft hier und schaue aufs Meer hinaus. Mein teurer Gatte verschwand vor Jahren in diesen Gewässern. Er fuhr zum Angeln hinaus und kam nie mehr zurück. Ich hoffe immer noch, ihn eines Tages wiederzusehen. Er war bestimmt nur kurz Zigaretten holen. Das ist schon klar. Ach ja. Wird vielleicht auch einen Grund haben, meinst du nicht? Naja, okay. Seien wir mal nicht so fies und gemein, ne? Das ist also... geht ja mal gar nicht. Böser Hering, böser Hering. Also auch nicht was. Attentäterstiefel. Gefütterte Stiefel für geräuschlose Fortbewegung. Yay. Nehmen wir mit. So. Weiß nicht, ob wir uns irgendwann mal in Attentäterklamotten stürzen. Wir wollen ja eigentlich lieb und nett sein. Der Felsspitzenpfad. Ich glaube, dass... da wollen wir noch nicht hin. Ich will uns jetzt vor allem die Ladesequenz ersparen, deswegen
Gehen wir da mal nicht rein. Aber wenn sie jetzt gerade irgendwie schon so gesagt hat, irgendwie das Meer, mein Gatte, so lange nicht und so weiter und so fort, da würde ich doch eigentlich fast von ausgehen, dass hier doch irgendwo so eine Art Kringel oder so sein müsste, damit ich eine Flaschenpost oder so aus dem Wasser ziehen kann. Kann das nicht irgendwie im Bereich des Möglichen liegen? Oder bilde ich mir das nur ein? Für den Moment. Ist da unten was? Oder bilde ich mir das wirklich nur ein? Wollen wir einfach mal so angeln? Wir können es ja nochmal probieren. Wird wahrscheinlich eh nicht klappen, aber... Versuch macht klug. So. Das ist mein Fisch. Ich sehe es kommen. Ja. Oder auch nicht. Ich will doch nur. Ich glaube, der Gedanke mit der Flaschenpost ist gar nicht so doof. Auch wenn wir sowas ähnliches eigentlich erst hatten. Unterwegs in Düsterburg. Königsberg, da gab es ja auch so eine Quest. Wo wir eine Flaschenpost aus dem Hafenbecken fischen sollten, mussten. Wie auch immer. Ein Versuch noch. Alle guten Dinge sind drei. Auch wenn das vielleicht nicht auf alle Dinge im Leben zutreffen könnte oder sollte, aber ein Versuch ist es wert. Da war ich wieder zu gierig. Da habe ich wieder ein, zweimal zu viel auf den Knopf gehauen. Weil ich mir gedacht habe, ach komm, das kannst du jetzt noch. Super. Ja, kann ich der Frau jetzt auch nicht helfen. Das ist ja schlecht. Gut, ja, hier. Oakvale und so. Wuhu! Ladenbesitzer? Nee. Ist das hier ein Laden? Oh, ein Barde? Bist du ein echter Barde? Seid gegrüßt, o kühner Held. Ich bin der berühmteste aller Barden. Ich singe euch Lieder, gebt ihr mir Geld. Ich lasse euch nicht lange warten. Ja, singe Lieder über mich. Und für 10 Gold können wir uns das mal erlauben. Ein Lied. Ein Lied. Genau. Geht sofort weiter. Euer Spiel ist derzeit unterbrochen. Nutzt die Zeit doch für ein schönes Tässchen Tee. Oder einen Apfel. Ja, die Batterie von meinem Controller war leer. Aber egal. Die Händler suchten Hilfe beim Held. Auf das Belverine sie nicht ermorden. Doch plötzlich hat einer von ihnen gebellt und ist zum schrecklichen Monster geworden. Schöne Lyrik. Aus einfachem Hause stammt er ab. Zum Ruhme zieht es ihn hinan. Mit jeder Tat, jedem Gegner im Grab, wächst des Helden Bekanntheit an. Yay! Der Weg von Wahrheit und von Licht lockt diesen würdevollen Mann. Ein paar gute Taten mehr schaden nicht. Er wird Avos größter Fan sodann. Danke für diese unfassbar tolle, Darbietung. Ich bin entzückt und hingerissen. Und es kam kein einziges Mal Arschgesicht drin vor. Finde ich super. Spielmeister. Willkommen am besten Münzgolftisch. Worauf hättet ihr Lust? Anleitung. Um am Münzgolf zu gewinnen, müsst ihr die Münze in den weißen Kreis auf dem Tisch schnipsen. Dazu habt ihr eine festgelegte Anzahl Versuche. Aha. Um die Münze zu schnipsen, bewegt ihr zum Zielen, dann los oder aha. Mit den, aha. Worauf, ja komm. Hauen wir rein. Hier, Münzen schnipsen und so. Wow, bin ich ein wahrer, also ich bin ein Held. So. Ja, zack. 100 Gold. Was zum Teufel? Okay, Moment. Ja, nee. Nochmal. So geht das mit der Kameraperspektive, alles klar. Keine Ahnung. Och Mann, ich dachte wegen nach... dass ich nach hinten drücken muss, damit nach vorne geht. Ist doch in jedem Spiel so. So, also nochmal. Okay, der Pfeil zeigt es ja an. Flupp. Jetzt aber.
Na komm. Flupp. Aha. Und... Ups. Ja, das war nicht gut. Und vor allem jetzt sehe ich nichts. Ah, so ist besser. Flupp. Och komm. Flupp. Yay. Was? I. Beste Schläge. Ach, das geht über mehrere Runden auch noch. Ich muss das mal irgendwie... Das ist gar nicht so einfach. Ups. Das so zu justieren. Okay, ist mir zu doof. Vielleicht kommt ihr mal wieder auf ein Spielchen vorbei. Immer lasse ich mich von denen ausnehmen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, hi Baby, du magst mich. Beverly, ja. Ich mag dich vielleicht auch irgendwann mal, aber nicht heute. Heute lege ich mich lieber aufs Ohr.